So Leute, willkommen zurück zu Project Zero 3. Ja, in der letzten Episode bin ich eigentlich nur rumgeirrt und habe nicht wirklich was erreicht. Und jetzt, bevor ich sage, wo es lang geht, werde ich erstmal die neuen Notizen durchlesen. Denn wir haben einige gemacht mit den Fotos. Menschenförmige Flecken. Im engen Gang auf der anderen Seite der Türe, wo das Stöhnen herkam, hingen heiliges Seil und Papier. Die Wände waren mit menschenförmigen Flecken bedeckt. Es gab einen schwarzen Flecken, als Yoshini Takigawa weg war. Ist an den Wänden etwas passiert? Die aufgespießten Puppen. Im Haus befindet sich ein Hof mit Gang. Dort steht mit heiligen Seil umwickelter Baum. Um ihn herum waren aufgespießte Strohpuppen, unzählige Puppen im Schnee. Was könnte diese unheimliche Szene bedeuten? Ja, eine gute Frage, little girl. Warte, das Spiel leckt. Ich dachte schon, okay. Der Projektor. Der alte Projektor war in dem Haus auf meinem Traum. So, die Bilder zeigten Mädchen gekleidet als Schreinmeiden. Jemand ist dort gewesen und hat aufgenommen, was im Haus geschieht. Ja, gut. Okay, wir haben diesen neuen Artikel gelesen. Wir legen uns wieder schlafen. Und ja, ich habe nachgesehen, wo wir hin müssen. Und ganz ehrlich, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Warte. Hab ich jetzt weggedrückt? Dies wollte ich nicht. Okay, wir sind wieder hier. Jetzt muss ich überlegen, von welcher Seite aus kam ich noch gleich dahin? Ich habe übrigens nur nachgeguckt, wo, oder eher gesagt nachgelesen, wo der Ort ist, wo ich hin muss. Ich habe mir dazu nichts wirklich angesehen. Bin ich hier richtig? Spiel, hör auf zu laggen. Mann. Holy. Hallo, das war doch... Auf dem Foto sieht man irgendwas. Das ist doch diese Mutter, oder nicht? Willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Nein, will sie nicht, okay. Egal, so, warte, wo muss ich hin? Dann da hoch. Das ist aber ein weiter Weg. Egal, wir schaffen es schon. Na, wir schaffen es schon, habe ich gesagt. Bin ich überhaupt richtig? Ja, wo ist denn jetzt hier die Tür gewesen? Ah, ich bin so blind. Ich laufe natürlich wieder mal genau in die entgegengesetzte Richtung. Oder nee, doch nicht, da lang. Okay. Hallo Puppe. Die einmal umgefallen ist, falls ihr euch noch daran erinnert. Ich mag keine umfallenden Puppen. Ich mag überhaupt keine Puppen generell in diesem Spiel. Ich mag generell keine Puppen überhaupt. Generell keine Puppen über... Warum... Hier ist ein Geist in der Nähe. Mein Radar schlägt aus. Wieder Vibrationen in meinem Controller, das kommt auf jeden Fall von oben. Ach da. Die Kleine schon wieder. Dadurch, dass ich das Spiel so lange nicht gespielt habe, habe ich vor allem voll verplant, dass das kleine Mädchen zu der Frau gerade eben gehört. Das waren ja... Mutter und Tochter, die wir recht am Anfang des Spiels bekämpft haben. Aber ich hatte eine... 5-Monats-Pause, merke ich gerade. What the? Als ich gespielt habe. Okay. Hier wollte ich zwar jetzt nicht hin, aber... wo ist denn jetzt der Gang, wo ich hin wollte? Da müsste ich von hier raus hinkommen. Also, wenn ich hier jetzt unten komme, ich in den Hof. Und dann komme ich da, wo die Sequenz und die dritte Stunde begann. Ja, da müsste ich... Ja doch, das ist der richtige Weg. Weg! Okay. Hallo? Warst du die Mama? Okay, gut, ich krieg jedenfalls die ganze Zeit Punkte dafür, das gefällt mir. Dass das Spiel wieder die ganze Zeit am Laggen ist, gefällt mir nicht so ganz, aber naja. Opfer müssen gebracht werden, nicht wahr? Moment, hier bin ich falsch. Oder?
Nee, bin ich nicht. Ja, ich weiß. Hier sind wir einmal gewesen. So ist hier der Gang. Nö. Noch ein weiter. Hier geht's nach draußen. Lägendes Spiel, nicht gut. Und schon wieder ein Geist. Das Signal kommt von hier. Das ist wieder das kleine Mädchen, was weint. Was hat die jetzt gelassen? Gesagt? Ein Stück Papier. Mami, es tut mir leid. Papi, hab versucht, meinen Ball zu kriegen und bin gefallen. Hatte Angst. Tut mir leid. Ich glaube, sie ist die Treppe runtergefallen und so gestorben. Kann das sein? Was hat sie mit ihrem Vater gesagt? Das ist nämlich in der Aufnahme, wo ich es geschnitten habe, wo wir neulich gegen das kleine Mädchen gekämpft haben, alleine, hat sie gesagt, du hast Vater, You killed Daddy! Also, du hast Vater umgebracht und, das finde ich wieder so toll in diesem Spiel, dass hier alle Geister wieder ihre eigene kleine, in sich verstrickte Story haben. So. Wo ist dieser XXL-Raum, wo ich hin wollte? Müsste der hier sein. Also gehen wir nach rechts! Yay! Woohoo! It's me! Hurra! Okay. Rai macht die Tür auf. Lahme Schnecke. So, nach oben nein. Ja, ja, ich muss genau auf die Karte gucken, damit ich den Weg finde, den ich suche. Bin ich überhaupt richtig? Ich meine, es wäre hier der Gang hier unten gewesen. Ich bin... Doch, es war der Gang hier unten, ich bin mir sicher. Ich erinnere mich an diesen Weg. Okay. Klack. Open the door. Thanks, Ray. Okay, ich dachte gerade, das Tuch da unten wäre eine Hand gewesen oder ein Arm, der da einfach nur rumlag und sich bewegt hat. Ich traue diesem Spiel alles zu, ja, auch sowas. Und hier haben wir das Mädchen mit der Mutter das erste Mal bekämpft. Hoppla. Nach da oben müssen wir auf jeden Fall. Lag da unten wieder was? Tatsächlich. Ja, lag da nicht schon mal was? Hatten wir das nicht schon eingesammelt? Anscheinend nicht. Sonst lecken. Ja, tatsächlich, da liegt da was. Da glänzt etwas. Danke, Kräutermedizin. Hä? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir das schon gemacht haben. Naja, dann eben nicht. So, hier oben holen wir noch netterweise einen Speicherpunkt. Aber den will ich jetzt gar nicht benutzen, sondern wir wollen hier lang. Und hier war dieses eine kleine Loch in der Wand und genau da mussten wir hin. Mann, ey. Ich hätte noch Stunden weitergesucht, ich hätte es nicht gefunden. Da, hört ihr es? So, wir haben mal hier durchgeguckt, aber da haben wir noch dieses kleine Mädchen gefunden. Okay, du da. Das ist aber ein anderes Mädchen. Jetzt ist es nicht das, was gerade eben geweint hat. Das ist das Schreinmädchen hier. Gut, ich kann meine Kamera nicht bewegen. Voodoo-Zauber, Verlösung. So, und ab jetzt, ja, ist ziemlich logisch, weil ich nehme an, wir haben jetzt den Fluch. Ja, weg, zurück. Zurück, Mann! Ich wollte kein Foto machen. Zurück, zurück. Danke. Gut, der Herzschlag ist weg. Nehme ich mal an, können wir jetzt da rein, wo wir gegen diesen Typen gekämpft haben, den wir übrigens auch schon kannten. Das war nämlich der Typ aus dem Intro, den wir nicht schlagen konnten, was man alles so mal rausfindet, ne? Ja. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber bevor wir das machen, werde ich hier erstmal die Folge beenden. Das war Project Zero 3 für heute. Wir speichern hier in dieser blauen, tollen Lampe. Da könnt ihr mir gerne noch mal zugucken. Weil ich weiß, dass ihr mir gerne mal speichern zu seht. Guck mal da, zurück auf Speichern.
Naja, egal. Also ich verabschiede schon mal. Das war Project Zero 3 für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao.